Gut, damit dann ein herzliches Grüß Gott in unsere Medienrunde vor dem Auswärtsspiel am Sonntag beim FC Bayern München. Gästetickets sind alle bereits weg, dementsprechend der Gästeblock, sofern es die Kapazität eben momentan zulässt, voll. Und ich darf unseren Trainer Stefan Leitl recht herzlich begrüßen und Stefan dich dann um deinen Ausblick auf den Sonntag bitten. Ja, auch von mir hallo zusammen in die Medienrunde. Ja, zum Personal ist es so, dass sich zur letzten Woche nichts verändert hat. Das heißt, uns steht der komplette Kader zur Verfügung. Wir haben ja auch die Woche schon gesprochen. Habt ihr auch gesehen, die beim Training dann waren, dass natürlich jetzt auch wieder erfreuliche Nachrichten zu vermelden sind. Mit Jessic in Gang kam, der ja, in Passformen, in technischen Abläufen jetzt mit der Mannschaft trainieren kann, was natürlich sehr wichtig ist und ja, und ihm einfach auch gut tut, dass er Teil dieser Mannschaft wird und schnellstmöglich halt dann auch ja, die Intensität steigern kann, damit er dann hoffentlich bald mit der Mannschaft komplett trainieren kann. Und bei Gideon Jung ist es auch so, dass Gideon auch wieder mit der Mannschaft trainiert hat, sprich in isolierten Abläufen, technischen Abläufen. Und ja, ich habe gestern lange mit ihm auch gesprochen. Ihm geht es jetzt deutlich besser. Und ja, ich hoffe einfach, dass er jetzt über diesen Berg kommt und dass er regelmäßig ins Training dann einsteigen kann bald und dass er uns bald zur Verfügung steht. Ja, und der Rest ist fit und bereit für dieses Spiel am Sonntag in München. Frank, deine Hand war ganz schnell oben. Frank Linkisch, Kicker, bitte. Ja, Herr Leitl, hallo, grüße Sie. Ich nehme an, dass Sie am Mittwochabend interessiert vom Fernseher gesessen sind und sich das Bayern-Spiel in Salzburg auch angeschaut haben. Was sind denn Ihre jüngsten Erkenntnisse? Und ja, ist es vielleicht ein Vorteil für Sie, dass die Bayern jetzt doch nicht so stabil wirken im Augenblick? Oder fürchten Sie eher die Reaktion, die da kommen könnte? Ja, fürchten tue ich jetzt im ersten Moment mal nichts. Es wär schlimm, wenn wir mit Angst da nach München fahren und dieses Spiel so angehen. Erkenntnis auch schwierig. Mittwoch, Salzburg natürlich eine Mannschaft, die gerade in der ersten Halbzeit ja, sehr hoch gepresst hat, sehr mutig gepresst hat, teilweise in Unterzahl an der letzten Kette verteidigt hat. Und da muss man dann auch ehrlich sagen, dass natürlich die eine oder andere Situation auch mit Glück überstanden wurde. Und deswegen ist es für uns schwierig. Ja, die Bayern mussten bis zur 94. Minute Gas geben, um diesen Punkt dann auch oder dieses Unentschieden zu erreichen. Das ist sicherlich eine Erkenntnis. Und ansonsten liegt der Fokus tatsächlich darauf, wie wir dieses Spiel angehen wollen, wie wir den Bayern begegnen wollen. Und das war auch der Fokus in dieser Trainingswoche bei uns. Michael Fischer, Fürther Nachrichten. Ja, auch von mir. Guten Tag, Herr Leitl. Sie haben gerade schon gesagt, mit welchem Fokus Sie in das Spiel gehen wollen. Im Hinspiel haben Sie ja einen sehr mutigen Ansatz gewählt, sind die Bayern sehr hoch angelaufen. Das klingt jetzt alles nach, als ob das jetzt keine Option ist, weil man dann auch gemerkt hat, wenn halt die Bayern dann mal schnell nach vorne spielen, dann ist man auch hinten in Unterzahl. Ja, es kommt darauf an, mit wie viel Personal du anläufst und welche Qualität du in deinen Anlauf reinbringst, welche Intensität. Deswegen, es muss nicht immer so angelaufen werden, dass du an der letzten Kette in Unterzahl bist. Aber man muss auch unterscheiden, ob du ein Heimspiel spielst oder ein Auswärtsspiel. Und deswegen ist für uns wichtig, dass wir unseren Weg finden und trotzdem mutig auch bleiben. Und es wird Situationen geben im Spiel, die wir natürlich dann auch über ein gutes Anlaufverhalten und ein intensives Anlaufverhalten vielleicht dann für uns auch nutzen können, um zu Abschlussaktionen zu kommen. Und so ist der Plan, aber man kann immer einen Plan haben, ja, den man angeht, gerade gegen so eine Mannschaft. Viel wichtiger ist, mit welcher Intensität wir in das Spiel reingehen. Ja, wir müssen unheimlich kompakt sein, wir brauchen
kurze Anlaufdistanzen, wenig Abstände zwischen den Ketten, um in Zweikämpfe zu kommen. Und wenn wir es schaffen, die Bayern in Zweikämpfe zu verwickeln, dann glaube ich, können wir auch eklig werden und können uns dann auch Situationen kreieren, die wir vielleicht dann auch ausnutzen können. Frank? Jetzt hat Herr Leitl, Sie haben am Dienstag ja auch gesagt, Sie grübeln noch so ein bisschen. Sie werden uns jetzt nicht verraten, wie Sie spielen, aber grübeln Sie dann immer noch oder haben Sie mittlerweile eine Entscheidung getroffen, wie Sie das Ganze angehen wollen? Ja, wir haben jetzt noch zwei Trainingseinheiten, Herr Linkesch. Aber es ist in der Tat, es gibt zwei Themen, ja, die uns natürlich die Woche über auch beschäftigen. Zum einen natürlich die Ausrichtung, die Grundordnung, wie wir spielen wollen. Zum anderen haben wir auch drei sehr wichtige Spieler, die mit 4 bzw. 9 gelben Karten vorbelastet sind. Und dann müssen wir schon abwägen, welche Chance und welches Risiko gehen wir da ein. Und das sind Themen, die uns nach wie vor beschäftigen. Und wie gesagt, wir haben jetzt gleich im Anschluss an die Pressekonferenz dann noch unser Training. Und dann werden wir nochmal die Köpfe zusammenstecken, wie wir spielen wollen. Das ist klar, aber wie gesagt, dieses Thema beschäftigt mich schon noch. Kommen wir wieder zu dir, Michael. Ja, ich hätte noch mal eine Frage zum Gegner. Das bietet sich bei diesem Spiel ja dann noch mal deutlich mehr an. Die Bayern sind zuletzt oft mit 6 oder sogar 7 offensiv denkenden Spielern aufgelaufen. Zuletzt auch wieder gelernte Offensivspieler als Flügelverteidiger. Ist es womöglich bei aller individuellen Klasse der Bayern sogar ein Vorteil für ihre Mannschaft, weil die ja auch zuletzt sehr gerne und häufig den Weg über die Außen gewählt hat? Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Vorteil für uns ist. Wir wissen, was wir tun müssen, um die Bayern vor Aufgaben zu stellen. Und dass wir eine hohe Laufbereitschaft brauchen, dass wir eine Intensität brauchen, dass wir geringe Abstände innerhalb der Reihen brauchen, um in Zweikämpfe zu kommen. Das ist mal das eine. Das andere Thema ist in den Wochen zuvor hat der FC Bayern mit dem gleichen Personal gespielt, auch mit ähnlicher offensiver Ausrichtung. Nur da wurden diese Dinge, die damals schon vielleicht erkenntlich waren, nicht bestraft. Aktuell ist es so, dass da viele oder dass sie da vielleicht Probleme haben, ja, und nicht diese Stabilität haben. Trotzdem musst du dieses Spiel erstmal spielen und musst es angehen und musst erstmal diese Offensivpower dann auch wegverteidigen. Und das ist unsere primäre Aufgabe für das Spiel. Und den Rest wird man dann sehen, wie sich das Spiel dann auch entwickelt. Wir können auf jeden Fall mit Selbstvertrauen in dieses Spiel gehen. Das haben wir uns jetzt auch erarbeitet. Wir freuen uns auch auf dieses Spiel. Und ich wünsche mir, dass wir ab der ersten Minute da maximal rauspowern, um da am Sonntagnachmittag eben so lange wie möglich dann auch ein unangenehmer Gegner zu sein. Und das gelingt uns nur, wenn wir die besagten Dinge eben auch auf den Platz bringen. Nico Gehle von der Bild. Hallo Stefan, du hast gerade schon ein bisschen angedeutet. Eingangsfrage war, was mit Angst? Man kann es ja auch umdrehen. Wie sehr freut man sich auf das Spiel, auch auf das Stadion? Das ist ja sicherlich eines der Highlights in der Bundesliga-Saison, muss man ja trotzdem so sagen, auch wenn der Gegner FC Bayern heißt. Ja, natürlich, wir freuen uns alle auf dieses Spiel und es ist auch ein Highlight, ja, dass wir in München spielen gegen Bayern München, gegen vielleicht den besten Verein der Welt, ja, und da freuen wir uns auch drauf. Und man sieht es ja auch, Emanuel hat es ja auch schon gesagt, dass sich die Fürther anscheinend auch sehr auf dieses Spiel freuen, weil das Gästekontingent auch ausgeschöpft ist. Von daher fahren wir da schon mit viel Freude nach München. Und diese Freude wollen wir einfach auch aufrechterhalten, solange es möglich ist. Und da brauche ich euch auch nichts erzählen, dass das natürlich eine immens schwere Aufgabe wird. Aber trotzdem, Laufbereitschaft, Kampfbereitschaft, Intensität, dieses Vertrauen der vergangenen Wochen auf den Platz bringen. Und dann werden wir ein gutes Spiel zeigen. Und dieses gute Spiel wird aber sicherlich alleine nicht reichen. Michael? Noch mal eine etwas allgemeinere Frage, Herr Leitl. Ihre Mannschaft hat auswärts bislang nur einen Punkt geholt bei 9:40 Toren. Haben Sie eine Erklärung, warum dieser klare Aufwärtstrend in den vergangenen Wochen und Monaten sich auf fremden Plätzen noch nicht so ablesen lässt, zumindest den Ergebnissen nach nicht?
Ja, ich glaube, dass wenn ich jetzt mal das letzte Auswärtsspiel nehme, dass wir da trotz alledem ein gutes Spiel gezeigt haben und dieses Spiel verloren haben, in meinem Empfinden unnötig, weil wir gewisse Dinge vermissen haben lassen. Und ich glaube aber trotzdem, dass diese Bilanz einfach in der Rückrunde auch deutlich besser werden wird. Nicht nur, weil wir jetzt aktuell besser performen, sondern klammern wir mal dieses Spiel jetzt gegen Bayern München aus, dann haben wir die Top-Mannschaften alle in der Vorrunde auswärts schon gespielt. Und da ist es natürlich nicht so leicht zu punkten. Und deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass wir in der Rückrunde unsere Auswärtsbilanz auch deutlich verbessern werden. So, ich habe nochmal Blick in die Runde geguckt, sehe aber keine Hand mehr. Dann wünsche ich euch allen einen schönen Start ins Wochenende und allen, die uns begleiten, am Sonntag eine gute Anreise nach München. Schöne Zeit.